Die Sims 4. Ja, wie in der letzten Folge schon erwähnt, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht mit dem Leo Uncut Freak. Wir haben ja gesagt, wir sind ja jetzt erwachsen, unsere Katze ist jetzt auch älter geworden und wir müssen jetzt erstmal was essen. Was hat er denn jetzt hier schon wieder mit der Unwohlsein? Ein bisschen kühl. Ja, und wir müssen mal ein bisschen Sport machen, weil wir sind ganz schön fett. Und warum ist so der Ton so kacke? Ah, jetzt. Ja, das Essen sieht komisch aus. Gibt es hier eigentlich Heizung? Jetzt will ich mal kurz was gucken. Ob es Heizungen gibt. Heizung. Nee. Wärme. Okay, es gibt die Kaminfront, alles klar. Dann machen wir doch einfach ein Dings an. Damit es schön mollig warm wird, machen wir doch hier den Ofen an. Den Kamin anzünden. Wir müssen auch gleich, glaube ich, zur Arbeit, oder? Warte mal, war das nicht so? Ja, 9 Uhr. Wobei ich gerade echt am Überlegen bin, ob wir uns nicht einen Tag frei nehmen. So, Leo hat einen Tag Urlaub genommen. Oh, was ist jetzt los? Ah, Feiertag! Ja, geil! Ja, mei, da müssen wir da. Oh, geil! Ist denn schon wieder soweit? Ja, dann auf jeden Fall. Feiertag-Objekte. Winterfest beginnt morgen. Feiertag, muss ich das anzeigen. Ja, dann werden wir doch mal hier einen Weihnachtsbaum kaufen. Irgendwas Cooles. Den klassischen nehmen wir. Da bauen wir uns doch mal schön Weihnachtsbaum in die Bude. Nee, der passt doch super hier hin. Scheiße, wie war das nochmal mit dem... wie konnte man das nochmal drehen? Hallo? Ich hatte den gar nochmal gedreht. Was habe ich vergessen? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, das ist scheiße. Jetzt geht's. So, ne, noch ein paar Geschenke dahin. Die kosten auch 150. Was kostet die Scheiße hier? Ein Huni. Und hier sind Boxen, oder? Dachbodendeko. Nein, das wollen wir nicht. Kann man die nur auf dem Teppich? Gott, was für ein Scheiß. Ach komm, der Weihnachtsbaum reicht. Das kostet zu viel Geld. So, und jetzt werden wir uns ganz widmen. Ja, ja, was ist denn los, Alter? Du hast einen Tag Urlaub. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes, mein Freund. Wir programmieren jetzt hier oben unser Dings weiter. Unser Handy.
Programmieren. Hey, weitere Handy-App programmieren. Attacke, komm. Von mir ist auch im Schneeanzug, das ist mir Latte. Das wird jetzt fertig programmiert. Dafür haben wir uns extra einen Tag freigenommen. Jo, mach's gut. Können wir das durchziehen? Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Handy-App fertig. Gib einen Namen für die neue Handy-App ein. Alter, was soll ich denn da eintippern? Puh, einen Namen für meine Handy-App. Was haben wir denn für eine Handy-App entwickelt? Wir nennen das Ding erstmal Werbeblocker Pro. Oder? Ja. So, Newcomer. Leo hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Er hat seine erste Ruhmpunkte erhalten. Mit Ruhmpunkten kannst du im Ruhm-Infofenster Ruhmvorteil erwerben. Es kann aufgrund seines neuen Ruhms jetzt ein Ruhm-Marotte entwickeln. Dabei handelt es sich um eine eigentümliche Verhaltensweise, die grundlegende Aktionen entstehen. Okay. Was steht hier noch? Nichts mehr. Yeah! Ein Ruhmpunkt. Können wir uns das was einbilden? Öffne Marottenplatz. Okay, was gibt's hier? Bemerkenswert. Leo besitzt irgendwas, durch das er sich von der Menge abhebt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufgrund dieses Aspekts seiner Persönlichkeit besteht die Chance, dass jede Fähigkeit oder karrierebasierte Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, sodass der Ruhm von Leo weiter steigt. Und was ist das hier? Networking, das hört sich schon mal gut an. Leichter sozialer Kontakt zu berühmten Sims knüpfen. Da Leo den Umgang mit anderen Promis gelernt hat, kann er Freundschaften mit berühmten Sims schließen. Mit ein paar Schmeicheleien wird eine Bekanntschaft schneller zur Freundschaft. Okay. Dank seiner Fähigkeit, schnell Kontakte zu knüpfen, erntet er Ruhm, wenn er mit einem Promi Umgang pflegt. Um berühmte Promis ist desto höher steigt sein Ruhm. Okay, und das hier? Unternehmenspartner, Videos hochladen und den Ruhm zu erhalten, um Geld zu verdienen. Oh, das ist auch cool. Wenn Leo etwas über die Videostation oder die Musikstation hochlädt, erhält er mehr Ruhm als gewöhnlich. Außerdem wird der Einfluss von Leo zu einem Wirtschaftsgut des Unternehmens marken und nutzen können, um Zielgruppe zu erreichen. Leo wird gelegentlich telefonisch von einer Werbeagentur darum gebeten, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Video gegen eine sofortige Bonuszahlung. Ich glaube, wir nehmen das. Okay, dann können wir hier noch... Ist das ein Fan? Der Gegner mit dem Ruhm? Alle Marotten. Handy besessen. Okay. Aus dem Rampenlicht treten. Nee, wir machen das. Und jetzt kaufen wir eine Videostation. Muss ich nochmal kurz gucken. Alter, das wird jetzt richtig geil. Was geht denn ab hier? Video. Videostation. Da ist sie, ne? Nee. Videostation, mehr Klicks. Alter, die kostet 1,5. Videostation, reichhaltige Auswahl. Mehr Klicks. Kriegen wir die in die Ecke?
hier ist das Laufband im Weg, das ist ein bisschen blöd. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir kaufen die erstmal. So, das hat ein bisschen mehr gekostet. Wo können wir denn das Laufband hinstellen? Da müssen wir lang gehen, damit wir zum Bett kommen. Das ist ein bisschen... Warte mal, wir können den Schrank hier hinstellen. Und das Laufband stellen wir hier hin. Dann kommt er nicht mehr zum Bett. Scheiße. Ah, guck mal. An die Treppe gestellt. Ist zwar... Nee, ist doof. Das ist doof. Können wir es nach unten stellen? Und da kommen wir nicht mehr zum Klo. Wir stellen das hier hin. Im Wohnzimmer. Ja, ist okay. Dahin im Wohnzimmer. Das passt. Weihnachtsbaum ist da oben. Die Videostation stelle ich jetzt auch noch mal ein Stück nach da. So, super. Ein Staubsaugroboter. Tausender. Streamingdrohne. Komm, streamen sie dir. Wie geil. Alter, ich habe gerade richtig Bock, hier meine Karriere aufzubauen, hier im Streaming-Bereich und so. Na gut. Meilenstein erreicht. So, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Videobestand ansehen, verbessern, Licht anpassen, Updates posten, Trends untersuchen, Video aufnehmen. Beauty-Tipps, Modetipps, fröhliches Vlog, Produktbewertung. Wir machen ein fröhliches Vlog. Los, komm, Meister! Attacke! Warst du jetzt auf dem Klo? Ja, warst du. Okay. Wie geil ist das denn? Zurück, Habiam, Moana Fesh. Finosa Batne, Yaflor Trieb, Wixona Zarspa, Usinet, Zaparo, Pandoli, Smishy, Tashibi, Nyafloof, Pinaruja Sapa, Axine, Klaboom, Buster Bood, Wafatum Rashim, Balafo Argaba, Anatabo, Nopai, Quasnolch. Oh! Almof, Sikafoof, Slanifaj Lika, Argonark, Parsifay Fro, Yabit, Zilnoy, Swarspuckets, Hampate, Vipswabi Tabi, Aprosit, Zilnoy, Massaman, Yirko, Anatabo, Stumps, Saba, Aha, Ukwamsha, Pinaruja Saba. So, wie möchtest du dieses Video nennen? Konzentriertes Vlog-Video. Ja, keine Ahnung, wie ich das nennen will. Das ist doch irgendwie kacke. Pass auf. Uncut Freaks Vlog. Videobeschreibung. Alles über. Oh, was ist denn los hier? Mich und mein Leben. So, zack. Im Fallen Seraphie. Kalu Pizoi Brabani. Nee, du musst duschen. Ja, also ich will mal gucken, dass wir jetzt irgendwie mit der Karriere weitermachen. Das ist auch nochmal so sinnvoll. Wir haben noch 4 Tage Urlaub. Ich bin echt am Überlegen, ob ich morgen auch nochmal einen Urlaubstag nehme. Pflückt, da ist gerade was abgebrochen. Jetzt geht's weiter. Und ja, das passiert halt auch mal.
Wir waren ja am Duschen, genau. Das hat er schön gespeichert. Wir haben unseren ersten Blog-Eintrag gemacht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt sehe. Ja, wie lange duscht der denn da, der Bengel? Hier, jetzt ist mal Feierabend mit Duschen. Na, geht doch. So, jetzt geht's nach oben, mein Freund. Wir müssen... Was hat er jetzt vor? Nee, es wird jetzt nicht gespielt. Du programmierst jetzt... eine Handy-App programmieren, Alter. Uncut Fix Follow, Qualität schlecht. Video löschen, Video bearbeiten. Wir warten noch, bis das hier voll ist. Ja, komm. Nein, jetzt nicht. Leo hat Level 8 mit Programmierfähigkeit erreicht. Sehr schön. So, das canceln. Jetzt müssen wir das Video bearbeiten. Steht hier. Medienproduktionsfähigkeit erworben. Leo kann an der Meister-Mixer-Musikstation oder Videostation mehr Klicks und der Streaming-Drohne weitere Medienproduktfähigkeiten ausbauen. Okay. Schönes Ding. Da muss ich auch mal was trinken. Jetzt, so. Wir sind gleich fertig mit der Videobearbeitung. Aha. Sieht ja mal nicht schlecht aus. Nur wo sieht man das Video? Oh ja, hier baut der Zauberglanz ein. Meine Fresse. Dass der alles kann, doch. Da träume ich ja von mit... Okay, Video wird erfolgreich bearbeitet. Mittelmäßig. Video hochladen. Hat er da eigentlich Freundschaftsbänder oder was? So, das Video wurde hochgeladen. Du wirst täglich und pro Anruf bezahlt. Echt? Ja komm, du brauchst jetzt erstmal ein bisschen Spaß. Dann spielen wir eine Runde. Und danach machen wir uns mal was zu essen. Und dann müssen wir uns Bettchen bald, weil wir müssen morgen zur Arbeit. Wir müssen nicht Strom sparen. Die für nix sagt, oh, er macht sich von selber was zu essen. Oh. Hier, guck mal, der kann schon alleine leben, der Mensch, doch. Ich glaub's ja nicht. Ich frage mich gerade nur, warum hier keine Musik mehr ist. Spieleoptionen. Musik.
Gameplay, Audio. Ne, Musik ist alles da. Ich frage mich nur, warum es keine Musik gibt. Das ist ja blöd. Klassik. Ne, gibt es auch Rock. Romantik, Hip-Hop, Alternativ. Naja, wird schon einfach Musik kommen. Jo, 4 Dollar, Junge. Du hast einen Sparfuchs. Was ist denn los mit dir? Ja, aber ich frage mich, warum er sich denn nicht warme Kleidung anzieht. Wir haben ganz schön eine Wanne, du. So schnell spachteln. Und dann ins Bettchen. Miau, miau. Ist denn jetzt los? Fest schlafen, weil er geschlafen hat. Plus 10. Winterfest! Festliche Stimmung. Feier und sei fröhlich mit Freunden und Verwandten. Okay? Geschenk öffnen. Nehmen ist seliger, denn geben. Umgekehrt. Öffne ein Geschenk vor einem beliebigen Geschenkegeber zum Teilnehmen. Festtagsessen. Okay, und? Väterchen Frost. Fange Väterchen Frost ab und bitte ihn um ein Geschenk, um diese Tradition zu erfüllen. Väterchen Frost taucht um 20 Uhr in der Nähe vom Kamin auf. Ah, cool. So, mein Freund, du musst jetzt erstmal aufs Klo. Verwenden. Frühstücken, ja, es ist 7 Uhr. Wann müssen wir zur Arbeit? Um 9. Dann können wir ja gleich noch eine Runde. Guck mal, wenn du auf dem Klo warst, darfst du noch ein bisschen spielen. Dann darf er spielen, der Kleine. Spiele spielen, die Zuflucht. Die Katze pufft da auf dem Sofa oder was? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell rock and jingle bell top. Wanna? Oh, Simony! Jeruk. Jeruk. Oh, no! Oh, Wara. Infa. The Sparf. Hä? Also ich habe gerade geguckt hier unten die Tür, war gerade ein bisschen komisch. Weil das ist eine Holztür, habe ich gar nicht gesehen gerade. Hört jetzt automatisch auf? Oder ist irgendwie Sonntag heute? Habe ich irgendwas falsch?
Nee, wir müssen zur Arbeit. Schiller. Hallo Leo, der Angelsportverein sucht ein Programm ein, sucht eine prominenten Persönlichkeit für seine Kampagne. Immer frisch Fisch auf den Tisch. Mit den Jugendlichen für den gesundheitsfördernden Angelsport begeistert werden sollen. Schließe in den nächsten 14 Stunden eine folgende Option ab, um den Vertrag zu erfüllen. Lade dein aufgezeichnetes Videomaterial an die Videostation hoch. Unsere Werbeagentur wird das Bildmaterial so zuschneiden, dass es aussieht, als würdest du angeln. Und du bist und wirst dafür bezahlt. Okay. Das wird dein Bild in der Kampagne genutzen dürfen. Schnapp dir eine Drohne und gehe zu deinem Angelplatz. Zeichne mit der Drohne ein paar authentische Angelszenen auf. Wenn du ein Angelvideo hochlädst, erhältst du noch mehr Geld. Okay. Aber ich habe keine Videodrohne. Was macht er da? Nach drinnen laufen. So, ich könnte hier irgendwo mein Arbeitsdings beeinflussen. Wurde mir auch nochmal mitgeteilt. Ich weiß aber nicht wo. Was macht eigentlich die Alte da? In meiner Bude. Mit der Katze spielen oder was? Ich kann meine Arbeit beeinflussen. Irgendwie nicht. Du für Nixer, das geht nicht. So, jetzt machen wir mal ein Festmahl zubereiten. Festmahl kochen. Was gibt's denn zu Weihnachten? Schinken, Fischfestmahl, Truthahn, Truthahnfestmahl. Tofu, okay. Das wird gekocht. Und dann machen wir das Angelvideo mal. Da habe ich auch voll Bock drauf. Und Väterchen Frost kommt um 20 Uhr in Nähe von Kaminen. Ist denn da kaputt gegangen? Fruk, Chesine Klonkas Lanaga, Garabu Brobfrosch, Bayou. Genau. Der überlappt was? Werbe. Geil! Geil! Wir haben über die Werbeblocker Pro 55 Dollar gemacht und Uncut Freaks V-Log 85. Hey Leo, wie geht's dir in letzter Zeit? Siehst du, es macht dann Dings. Ich muss los. Danke, dass du den Angebot Reparaturservice um 7.55 Uhr. Da ist er. Kommt er jetzt hier in die Bude rein oder müssen wir den reinlassen? Ah, okay. Karo Musti. Tag, tag. Fangu. Fumpa Jonki. Peinas Warbo. Farik, Ralph, Elnoy. Bob the Churf. Wumsha Siba. Vamu. Skumba Chu. Prapna Pelzo. Ishkawangi. Yano Zor.
Schick ihnen ein Foto von mir. Flan for Vantu. Oh. True. Yosta? Woonie. Shibes. Ganira Cebu. Guck mal, jetzt haben wir schon zwei Sachen auf einmal erledigt. Läuft doch. Pruba. Yombahe. Yumbala. Nah, Moritz Klee, Junge. So, jetzt wird erstmal gegessen. Dann wollen wir mal gucken, was wir Väterchen Frost noch erwischen. Da habe ich auch voll Bock drauf. Und wir müssen aber erstmal diese Folge beenden. Und ich würde mal sagen, bis gleich zur nächsten Folge.